Hey ist ein schönes Wort. Kennt ihr noch ein Wort, was zufällig mit dem gleichen Buchstaben anfängt wie hey? Genau, Helioborg. Denn wir befinden uns gerade in Helioborg. Wir suchen nämlich den Cousin von Alvin. Was? Ich habe angeblich im letzten Part gesagt, Bruder? Ich glaube, da habt ihr euch verhört. Ich habe definitiv Cousin gesagt. Hey. Und ja, zufällig, so wie es der Zufall mit uns meint, sind wir wieder in dieser komischen Parallelwelt gefangen. Wie es jetzt aussieht, liegt es wohl nicht, wie ich eigentlich dachte, das liegt irgendwie an Ludger, dass sie dann diese komische Parallelwelt wechseln, die so bräunlich, kontrastreich ist. Okay, ich hab nicht ganz verstanden, weil ich reingelabert habe. Auf jeden Fall, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Naja, genau, wie es jetzt im letzten Part aussah, liegt es wohl doch an L, dass die dann so komisch die Welten wechseln können. Hey, you sense something weird? Yeah, every time I look at you. So, any of the boys at school catch your eye? If they did, I certainly wouldn't tell you. Was ist denn los mit denen? Die shooten ganze Zeit. Was ist denn los, ey? It's nice to meet you. I understand that you're Luger's cat. Hey there, I'm Tipo. My, what a splendid belly you have there. I meant it in a good way. Tipo, you have to try to get along. Your soft paw pads and my soft body, we're comrades in squishiness. Oh my gosh, Rollo's paw pads are so... Oh my gosh! You're more delightfully squishy than Tipo. We've been beaten. Teach me your squishy ways, Master. Die fette Katze, ey, unglaublich. Hier gibt's einen Shop, ich kann hier einkaufen. Okay, brauche ich aber jetzt erstmal noch nicht. Und ja, ich würde sagen, wir brauchen ein abschließendes, klärendes Gespräch bezüglich des Schuldensystems, ja? Zum letzten Mal werde ich es jetzt erwähnen und dann nie wieder, okay? Dann werden wir es einfach akzeptieren und fertig, ja? Weil ich habe halt die Kommentare in den letzten Tagen nicht so viel gelesen, weil ich keine Zeit hatte. Aber jetzt, wo ich... Na, ich muss die schieben. Jetzt, wo ich die Kommentare wieder gelesen hatte, habe ich mehrmals gelesen, dass Leute dieses System für gut empfinden, ja? Also, ich kann verstehen, wenn Leute mit diesem System klarkommen, ja? Aber ich kann nicht verstehen, wie Leute dieses System gut finden können. Ein Seidengewand. Seidenkleidung für elegante und vornehme Individualisten. Weil es gibt da nichts Gutes dran. Ihr könnt es nicht schönreden, ja? Das kann man nicht schönreden. Das ist einfach aus Gameplay-Design-technischer Sicht, ja, ist das kein gutes Design. Ja, da gibt es einfach nichts Schöneres, nicht Schöneres, da kann man einfach nichts dran reden, nichts Gutes dran sagen. Ich meine, es gibt Leute, die sagen, ja, aber dann ist das irgendwie realistischer, dass man dann halt nicht überall direkt hin kann und so weiter, dass das so ein bisschen, ja, dir zeigt, hey, du darfst nicht direkt in die ganze Welt rausrennen und so weiter. Hey, willkommen bei den Videospielen. Noch, es hat kein Videospiel, ja, irgendwie ein ähnliches System benötigt, um ein lineares Spiel aufzubauen. Tales of Xillia 1, theoretisch hätte man ja auch irgendwo auf ein Schiff aufsteigen können und komplett zu einer anderen Insel rüber segeln können. Hat man ja nicht gemacht, weil die Story das so vorgeschrieben hat. Da hat man ja auch immer nur ein Dorf nach dem anderen besucht und konnte nicht sofort am Anfang zum letzten Dorf. Und da hat es ja auch keinen gestört. Und so ist es halt bei jedem anderen Videospiel. Bei keinem Videospiel, also bei keinem linearen Videospiel, denkt man sich, hoho, wieso kann ich denn nicht jetzt direkt zum Endboss? Versteht ihr, was ich meine? Dann gab es Leute, die haben gesagt, ja, aber ich mag das System, weil dann kann ich grinden und so weiter und dann kann ich meine FP aufstocken und neue Fähigkeiten lernen und so weiter. Ich werde das gar nicht glauben, aber man kann dies alles tun, ja, haltet euch fest, man kann dies alles tun, ohne so ein System zu haben, was dich in der Story so krass, limitiert. Brauchst du gar nicht.
Ist krass, oder? Du kannst auch ganz normal, wie zum Beispiel jetzt im letzten Let's Play, Xenoblade Chronicles, ja? Da gab es auch zigtausende Quests, bei denen ich auch leveln konnte, bei denen ich auch Geld sammeln konnte, bei denen ich Erfahrungspunkte sammeln konnte, bei denen ich Harmonie zu meinen Leuten aufbauen konnte. Ganz viel optionales Kram, was ich machen konnte. Und ich wurde ja dazu auch nicht gezwungen. Ich durfte es selbst machen. Ja, und es hat mir auch Spaß gemacht, ohne dass ich gezwungen werde. So. Versteht ihr, was ich meine? Man braucht nicht so ein System, um Sidequests zu machen. Mit Select legst du die Steuerung einer Figur fest. Mit der Einstellung halbautomatisch. Ja, das kenne ich ja schon. Ich habe bei der wieder auf halbautomatisch gestellt. Ich habe ja am Anfang hier auf automatisch gestellt gehabt. Habe aber wieder auf halbautomatisch gestellt. Der Unterschied ist einfach nur, nicht auf automatisch, meine zwischen manuell und halbautomatisch. Automatisch spielt dann das Spiel selbst für dich. Aber bei halbautomatisch kriegst du so eine kleine Hilfe, sodass du zum Beispiel nicht, wie ich jetzt öfters hatte, dass ich jetzt einfach in die andere Richtung geschossen habe oder sowas. Weil dann fokussiert sich der Gegner immer der Spieler immer auf den Gegner und so weiter. So, dass es ein bisschen einfacher ist, den Gegner zu treffen. Tales of Xillia 1 habe ich komplett im manuellen Modus durchgespielt. Sprich, dass ich dort komplett alles selbst machen musste. Und dann habe ich, als ich Tales of Berseria Let's Played habe, hatte ich dort von Anfang an auf halbautomatisch gestellt und habe festgestellt, dass halbautomatisch eigentlich ziemlich nice ist und eigentlich so viel mehr Spaß macht, das Spiel zu spielen. Ja, und jetzt habe ich mich wieder daran erinnert und das wurde mir auch in den Kommentaren nochmal gesagt. Und ja, habe ich auch wieder zu halbautomatisch gewechselt. So macht es mir halt mehr Spaß. Ja. So, wo kam ich denn jetzt her? Kam ich von da jetzt? Oder von wo kam ich? Nicht, ich kam nicht an meinem Gegner vorbei, so denke ich mal, muss ich hier lang. Ja, ich wollte auch noch gleich Elise spielen, ja. So, und dann gab es, glaube ich, noch ein Argument, das sagte irgendwie, hey, ja, aber wenn du halt das alles fertig hast, die Schulden abbezahlst und so weiter, es gibt so Etappen, wenn du halt eine bestimmte Anzahl an Schulden wieder abbezahlst, dann, kommen irgendwelche Ereignisse oder sowas, ja. Und jetzt haltet euch fest, Leute. Kennt ihr noch Tales of Xillia 1, den ersten Teil? Ja? Kam ich jetzt hierher? Ich glaube, hier kam ich her, ne? In Tales of Xillia 1 gab es auch besondere Ereignisse in Questreihen, ja? Wo man auch sehr viel über die Story erfahren hatte und so ein Kram, ja? Und da hat man auch kein Schuldensystem gebraucht, um das irgendwie interessant und cool zu gestalten. Also, deshalb, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber dieses Schuldensystem, das kann man nicht gut reden. Das geht nicht. Das ist ein schlechtes Design. That's right. I'm not scared of anything. Children shouldn't play with guns. But you're a kid too. Isn't that right, Luger? Aw, he ran away. Was? Wieso ist er so komisch weggesprungen? Fuck, ey. Jedes Mal. Jetzt habe ich die letzten Male drauf geachtet, ja, und wenn sie halt irgendwie, wenn die Dingets kamen, gerade diese Siegerehrung und dann haben die angefangen zu reden, bin ich leise geworden, um halt drauf mich zu konzentrieren, was die sagen. Und dann kommt so ein Satz wie, that's easy und fertig. Moment, bin ich gerade wieder am Ausgang? Und dann sagt die so einfach nur so einen Satz, that's easy. Und das war's. Und dann denke ich mir, okay, gut, beim nächsten Mal rede ich wieder durch. Und beim nächsten Mal haben die wieder so ein ewig langes Gespräch, wo ich wieder reingeredet habe. So, wo bin ich? Ist das hier wieder der komplette Eingang? Ich könnte da weiter noch gehen. Aber da komme ich dann direkt raus, ne? Kann ich wahrscheinlich gar nicht. Ich kann ja mal kurz versuchen, rauszugehen. Aber ich denke mal nicht, dass es geht. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, ja, dieses Schuldensystem, das ist, wie gesagt, es ist okay, wenn Leute damit klarkommen, ja, damit kein Problem haben, aber technisch gesehen, Gameplay-technisch gesehen, ist es halt nicht gut designt. Ja, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das ist halt ein Design, was man immer macht, um ein Spiel zu strecken. Mehr ist das nicht, ja. Ich weiß nicht, wie das weiterhin noch verlaufen wird. Vielleicht wird sich das ein bisschen zurückziehen, sodass es nicht mehr so schlimm ist jetzt wie am Anfang. Keine Ahnung. Es gab keinen anderen Weg, aber ich wusste nicht, dass das passieren würde. Es ist nicht meine Schuld, nicht meine. Okay. Ob das weiterhin so schlimm bleibt? Oder ob sich das dann verändert und dann das seltener kommt oder sowas? Keine Ahnung. Weil, wie es auch in den Kommentaren geschrieben musste, zum Beispiel um die ganze Story durchzuspielen, brauchst du nicht am Ende die ganzen 20 Millionen zu haben. Da brauchst du viel, viel weniger, um die Story durchzuspielen. Ja, das ist halt nur für ein paar Bonussachen. Wenn man das halt unbedingt komplizieren möchte.
Mit den Pistolen, muss ich sagen, ist es gerade ziemlich einfach zu spielen. Ich muss einfach nur stehen, nicht bewegen und einfach nur X drücken. Ich liebe die Pistolen. Solange natürlich die Gegner, ja, eine Schwäche dagegen gegenüber zeigen. So, ich habe noch hier eine Karte. Wieso benutze ich sie nicht? Dahin ist noch ein Weg, wo ich noch nicht war. Aber ist das nicht... Nee, Moment, ich muss zu dem Fahrstuhl wahrscheinlich, ne? Genau, der richtige Weg müsste beim Fahrstuhl sein. Da, wo ich gerade vorstand und dann zurückgelaufen bin. Das müsste der richtige Weg sein. Ja, ja, ja. Ich wollte aber noch kurz Elise gleich anschauen. Machen wir das mal kurz. Ich pack sie mal nach oben. Solange sie halt nur nicht so viele Fähigkeiten auf einmal haben, ist das ein bisschen übersichtlicher, Charaktere zu testen. Deshalb machen wir das auch. Sie hat einmal den Puffhammer. Einmal finsterer Blick. Mit dem Element Dunkelheit. Typo-Spray. Auch mit dem Element Dunkelheit. Und eine Heilung. Elfenkreis. Okay, sie hat leider keine Feuerangriffe. Schade. Schade. Weil die Gegner sind hier alle, haben hier alle eine Schwäche gegenüber Feuer. So, dann zeig mal, was du drauf hast, Elise. Ich habe eigentlich Elise doch genommen. Doch, habe ich ja. Da ist mein Hammer. Sie wirft einen Hammer los. Impressive. Nice. Ich mach doch einen anderen Skill. Elise Fähigkeiten Typo-Verschiebung. Wenn Elise ihre Stichelei verwendet, wechselt Typo zwischen den beiden Möglichkeiten hin und her, auf Elise zu sitzen oder in kurzen Abstand vor ihr in der Luft zu schweben. Wenn Typo auf Elise sitzt, werden ihre Geisterarts stärker und sie kann effektivere Distanzangriffe durchführen. Wenn Typo in einiger Entfernung vor Elise schwebt, werden ihre Kriegsarts stärker und sie wird effektiver im Nahkampf. Ja, okay, wenn es auf dem Kopf sitzt, ist sie halt eine Magierin. Wenn es wenn er um sie herumfliegt, ist sie eher ein Krieger. Oder so, ja. Das finde ich auch ganz cool bei Tales of Zillia, dass hier halt so die Charaktere so irgendwie ihre eigenen kleinen Gimmicks hatten. Das hatten wir zum Beispiel bei Berseria ja nicht gehabt. Da haben sich ja die meisten Charaktere eigentlich alle recht ähnlich gespielt. Und sie hatten halt ihre eigenen Skills, ja. Aber sie hatten halt nicht so markante Gimmicks gehabt, wie zum Beispiel jetzt mit Ludgar, dass er Waffen wechseln kann, dass Elise so zwei Versionen hat, wie sie kämpfen kann, dass jetzt Alvin mit seinen Aufladefähigkeiten hat und so weiter. Okay, Jude ist halt nichts Besonderes, aber ja, ich denke mal, man versteht, worauf ich hinaus will, ne? So, wohin soll ich denn? Soll ich einfach alle durchgehen? Badum! Alvin und Elise. Okay, ich habe ein Gespräch. Looks like you've had quite a makeover there, Elise. Oh, Drisselle brought me these clothes for my Olympias trip. And she and her friends at school all got matching ribbons. Look at you being all social. What about you? For a merchant, you look kinda shifty. My partner is the nice guy type, so I get to be the bad cop. What can I say? The role fits. Look at you being all social! I see Typo is with you again. Yeah, she locked me away for a while there. My friends and I promised we'd show each other our plush dolls on this trip. She wants everyone to see my cuteness. Huh? Because Typo's adorable, isn't he? Isn't he? Und wie, dieses knuffige kleine Hörnchen. Na, nicht knuffig wie Rollo. Rollo ist nicht knuffig, Rollo ist einfach nur fett. Uh-oh. They're not horns. They're ears. Renowned for my softness, yet he talks about horns? I said the exact same thing once. You two really are birds of a feather. Nur, dass Ludgar nicht reden kann. So, ja. Und was wollte ich noch sagen? Abschließende Worte zu diesem Schuldensystem. Keine Angst, ich mag das Spiel trotzdem. Ja. Das System wird mir das Spiel nicht kaputt machen, weil es halt jetzt nicht so extrem ist, sage ich mal, wie bei Xenoblade Chronicles X. Es hält sich halt im Rahmen. Es hält sich in einem Rahmen, sodass es halt unschön ist, ja, aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, boah, das Spiel will ich auf keinen Fall weiterspielen oder so. So schlimm ist es nicht. Deshalb, ja, ich mag das Spiel immer noch. Es macht mir immer noch sehr, sehr viel Spaß bis jetzt und ja. Deshalb keine Angst. Alles gut. Ich werde das Spiel durchspielen, nur weil mir dieses Schuldensystem nicht gefällt. Und so wie es in den Kommentaren beschrieben wurde, wird sich das sowieso im Laufe des Spiels eher
ziehen, sodass man halt im Laufe des Spiels immer genug Geld haben wird und ja, nicht allzu viel questen muss. Wobei, das ist halt von Leuten geschrieben, die das Spiel nicht Let's Played haben, die das Spiel einfach normal durchspielen, zu Hause auf der Couch. Aber das ist immer dann ein bisschen anders natürlich, weil Eisenhelm, mein Helm aus Eisen, der unteren Teil des Kopfes nicht bedeckt. Ja, nice. Muss ich gleich nochmal gucken, Rüstung und so weiter, bevor ich gleich irgendwie gegen Boss kämpfe. Weil ich meine, wenn ich alleine auf der Couch sitze und ein Videospiel spiele, dann spiele ich es ja auch noch ein bisschen anders, als wenn ich das hier im Let's Play spiele. Weil im Let's Play versucht man ja, sage ich mal, etwas voranzukommen, ja, und nicht irgendwie 10 Parts am Stück nur rumzukämpfen und so weiter, ne? Ich habe ein neues Gespräch. Deshalb, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass so ein normaler Spieler, der halt das ganz normal spielt für sich, dass er da ein bisschen mehr Kohle hat als zum Beispiel ich jetzt im normalen, in meinem Durchlauf. These Exodus-Dolls just won't give up. They're causing trouble all over the place. I thought they just wanted to go home. Now that they're back, why are they still fighting? A lot of them found they didn't have a home to return to. That's a hard pill to swallow. So they put it all on Reza Maxia and the peace-seeking government of Olympias. Sometimes it's easier to blame others than to move forward yourself. And that's not all. Exodus has been recruiting heavily from a new generation of disaffected Olympians. Olympias is a nation in decline. There's no shortage of discontent for Exodus to mine. The collision with Reza Maxia just gave the disaffected a new direction in which to focus their anger. You make it sound so hopeless. Don't get me wrong. I don't intend to sit by and let this continue. Thanks to all of you, I finally made it back to my home. I'm sure as hell not gonna let these idiots ruin it. Alvin, you've changed. You're moving forward. With a little help from my friends. Der gute Alvin. Ja. Hat auch einen schönen Satz gedroppt, sage ich mal. Bezüglich, nee, das ist der Fahrstuhl. Bezüglich, dass es immer leichter ist zu sagen, hey, die anderen sind schuld, dass es mir scheiße geht, als halt selber sich darum zu kümmern, dass es einem nicht mehr so scheiße geht. Ja, das ist auch in unserem Leben immer sehr, sehr, sehr markant. Also es ist halt auch in unserem Leben sehr oft vorkommt, dass Leute gerne auf andere etwas schieben, wenn es ihnen scheiße geht, um so sich selbst, sage ich mal, zu befriedigen, ja, oder sich zu beruhigen, obwohl dadurch halt auch nichts besser wird. Ja. Das ist das Leben der Menschen. Well, if there's one thing Balin's good at, it's looking out for Balin. Ja. Der gute Alvin ist ja im ersten Teil, die den ersten Teil nicht gespielt haben, ist ja einer der, der kommt halt aus Olympius und der war einer derjenigen, die bei der Expedition dabei waren, in Reza Maxia einzudringen, um halt, ja, von innen heraus halt die Mauer aufzubrechen, die rund um Reza Maxia war. Er gehörte halt dazu, zu dieser Expedition. Und hübsches Band, ein super süßes Band. Styler-Profis lieben es. Ja, Mann, ich bin doch ein Styler-Profi, deshalb liebe ich es. Ich finde das super toll. Nein, tue ich es nicht. Er ist eine fucking Schleife. Was daran ist, so extrem stylisch. Das ist eine fucking Schleife, Mann. Das sieht gar nichts, ne? Ich checke mal alle Regale durch, ob da man vielleicht irgendwas anklicken kann. Vielleicht wie geile Nebeninfos herausfinden können. Aber eher nicht. Gut. Dann wieder raus. Irgendwas wollte ich noch sagen. Irgendwas Wichtiges wollte ich noch sagen. Ach ja, genau. Bezüglich, was auch viele jetzt in den Kommentaren geschrieben haben, nicht viele, aber mehrere, jetzt wo ich halt in die Kommentare wieder geschaut habe, ist, dass ich den Namen Ludger falsch ausspreche. Ich spreche ihn halt nicht Englisch aus. Den kontrolliere ich gerade. Achso, ich kontrolliere Ellie. Das war gerade ein bisschen verwirrend. So, wenn ich jetzt... Was muss ich nochmal drücken? Tipo? Sitzt der jetzt auf mir drauf? Das saß auf mir drauf. Hey, nice fight. Ich hab gestichelt. Ihr habt gestichelt, aber ich hab's nicht genau erkannt, ob der jetzt auf ihr sitzt oder nicht. Die Gegner sterben zu schnell, als nicht, dass ich mit ihr was testen kann. Ja, zu der Ludger-Sache, dass ich angeblich es ja falsch ausspreche. Ich spreche es einfach nur Deutsch aus, weil Ludger ist halt ein deutscher Name, ja. Und ich muss, by the way, sagen, dass mir die englische Sprache von Ludger, dieses Ludger, überhaupt nicht gefällt. Die Aussprache gefällt mir halt überhaupt nicht davon. Ja, deshalb bleibe ich für mich persönlich bei der deutschen Aussprache. Und ja, ist ein schöner Name, ist ein schöner deutscher Name, Ludger, ja.
Er ist ein ziemlich alter Name, aber hey. Vielleicht für den einen oder anderen nicht unbedingt schön. Gut, ich würde vielleicht auch nicht mein Kind Ludger nennen, aber keine Ahnung. Ich finde, das hat einen schönen Klang, Ludger. Ja. So, da ist wahrscheinlich dann der Boss, okay. Dann sollte ich jetzt speichern, meine Ausrüstung checken. Und dann gehen wir rein, ne? Würde ich sagen. Ich habe schon in den Kommentaren gelesen, der kommende Boss soll wohl ein wenig anspruchsvoll sein. Deshalb mal schauen. So, ja, ich habe hier gerade einfach alles gegeben. Okay, gut. Haben wir alles, ne? Ja, ich denke schon. Ich heile jetzt noch kurz. Alter, Alvin hat einfach gar keine TP mehr. Habe ich Objekte? Bestimmt, ne? Apfelgummi? Ja, ich habe ein paar. Machen wir so, 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 so. Sollte vielleicht erstmal reichen. Vielleicht gebe ich noch ein Orangengummi an den guten. Oder vielleicht auch zwei, damit er ein bisschen mehr TP hat für den Bosskampf. So, dann speichern wir eben. Und dann gehe ich rein. Und dann mal gucken, was da für ein Bosskampf ist. Also in der Helioborg war man im ersten Teil auch. Und dann gab es hier auch einen Boss und einen blitzenden, was auch immer. Mal gucken, ob das jetzt vielleicht sogar dasselbe ist. Und wir gerade vielleicht in der Vergangenheit sind oder so. So, ich möchte wieder Ludger spielen. So, okay. Let's go! Es ist sogar genau das. Ja, es ist genau derselbe Boss. Es ist genau derselbe Boss. It's the Spirate Vault. I remember that tingly feeling. So they recreated it? But we can't even control it. Oh nein, die fette Katze! Du hast meine Katze berührt, du wirst sterben! Ja, er hat sogar noch mit sich ein paar Leute dabei. Ich denke mal, die kleinen Leute dabei werden wir als erstes ausschalten. Er hat auch eine Schwäche gegen Pistolen. Okay, wir gehen erstmal auf die drauf. Tötet erstmal die da hinten. Okay, wait. What? Link Cannon, okay, damit kann er nichts anfangen. Wir brauchen eine gute Verbindung. So, der ist down. Jetzt nur noch den hier. And boom. Immer schön drauf. Oh nein. Einen geilen Bubble Blast raus. Bubble Blast, Bubble Blast. Moment, was hat er für eine Elementarschwäche? Okay, er hat keine Resistenz gegenüber Wasser. Und das ist ja Wasser, was ich da gerade mache, ne? Alter, diese Blitze. So, mal gucken, ob ich mit Bubble Blast was verbinden kann. Fuck. Okay. Er hat gar keine, mit Jute hat er absolut nichts verbunden. Ich meine, ich habe gelesen, dass ich mit Dingens mich kombinieren muss. Mit Alvin, weil mein Pistolenspiel sollte man sich mit Alvin kombinieren. Das wurde gerade irgendwie noch im Tutorial ja beschrieben. Aua. Bubble Blast! Okay, okay. Welches? Ich könnte ja mal kurz gucken, welches Arzt ich mit dem verbinden könnte. Ludger. So, wo war das nochmal mit verbundener Arzt R2? So, hier, Blasenknall. Mit Dämonenzahn wird Mörserfeuer. Okay, das können wir machen. Komm, Kugel, geh an. Fuck. Nice. Okay, das war nicht schlecht. Aber gleich haben wir ihn. Fucking Blitzer, ne? Er hat einen neuen Gegner gespawnt. Komm mit dem Block noch nicht wirklich klar. Fuck. Ich sterbe. Objekte. Jude hat auch gerade ein kleines Problemchen. Warte, wir müssen mal den Kleinen hier töten. Sind noch mehr Kleine gespawnt. Ah, fuck. So, jetzt genau auf den drauf. Wir haben gleich den Boss. So, okay, nur noch du. Wir haben ihn gleich. Keiner hat mehr TP, außer der gute Ludger. Komm, ich muss mein Link-Art benutzen. Komm schon.
fuck, ey. Komm, jetzt, Mörserfeuer. Nein. Komm schon. Ja. Nice. Das ballert richtig gut rein. Wir haben ihn gleich. Hier einen geilen Bubble Blast noch. Oh nein, nein, nicht rein. Nein, ich bin gleich down. Nein, oh, fuck. Fuck, zwei Leute sind auf einmal tot. Ich müsste Trank des Lebens müsste ich haben, ne? Doch, müsste ich haben. Trank des Lebens? Schnell den hier down, komm schon, schnell den hier down. So, perfekt. Och, noch einer ist gespawnt. Nein, er stirbt. Oh, okay, wir sind nur zu zweit. Der Boss ist auch fast down. Nein, block. Weg. Der ist doch gleich schon down. Stirb doch einfach! Na endlich! Mein Gott, ey! Mein Gott, ey! Hier, ja, das war der erste Bosskampf! Okay! Nur noch du und dann sind wir fertig hier! Bubble Blast! Bester Angriff! Can Spyrite really be controlled? Please cheer up! We know you got this! Yeah! Tipo volunteers to be your guinea pig. What? Thanks, everyone. Kein Problem, Jod. Kein Problem. Silbererz und Betäubungsarmreif. Oh, mein erstes Zubehör-Item. Alvins Partnerfähigkeit Brecher. Wenn du gegen einen Gegner kämpfst, der deine Angriffe abwehrt und Alvin als Partner hast, versucht er seinen Abwehrbrecher gegen den Feind einzusetzen. Ein Gegner, der von einem Abwehrbrecher getroffen wurde, wird betäubt. Alvin gibt deinen tollen Verbindungspartner ab, wenn du gegen Kraftgegner kämpfst, die deine Angriffe oft abwehren. Ja, das ist ganz nice. Das ist immer ganz nett, das stimmt. Das war auch im ersten Teil so. Jetzt haben leider die anderen beiden nichts bekommen. Also Alvin und Jude haben nichts bekommen. Nichts an Erfahrungspunkten. Wait, soul spreading contamination? Control fail. Schon wieder dieses kleine Ding, wie bei Julius. Und dann zerbricht das alles und die sind wieder in der normalen Welt. Where are we? Rollo, he's hurt bad. Langsam ergibt das alles ein Muster. He'll be fine. You know, I hate thunderstorms. What? Some scary stuff happened to me during a thunderstorm. Don't tell anyone, but I think thunderstorms are scary too. The air gets all tingly and weird, right? Yeah. But how in the world did they gather the resources to recreate the Spyrite vault? Balin would know. Let's head back to the roof. So what the hell's going on here, Doc? I don't know, but something is definitely not right. Everyone's hurt really bad. We gotta stop and patch him up. Also soll ich jetzt einfach mit dem Fahrstuhl ganz nach oben fahren? This is really weird. Does anyone know what just happened? Das war ja ganz oben, ne? Müsste dann hier sein? Vor einem Jahr habe ich ein Gespräch, okay? Coming here sure brings back memories from a year ago, huh? Yeah. All sorts of memories. Can't say I remember that part of our journey too fondly. You know what it means when you reminisce too much. They say it's the first sign you're getting old. What? Where did you hear that? I can't divulge my sources. The past is past. Now is now. Get over it and move on.
Remember when Elise used to be so reserved? They always say that girls mature faster, but... yeesh. Sheesh. So, und hier sind wir jetzt wieder oben. Oder? Doch, müsste es sein, ne? Jetzt hier rein und dann komm ich da in den Dingensraum. Nee, doch nicht. Okay, gut, dann halt nicht. ich würde sagen, wir machen dann auch für heute Schluss. Sonst, wenn ich jetzt noch weiter rumsuche, wären wir gar nicht fertig. Machen wir also für heute Schluss und checken das dann morgen ab. Ja, ich suche dann noch derweilen das ab und ja, wo ich genau hin muss. Und dann machen wir das morgen. Ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das wollte ich nicht klicken. Aber du kannst schon mal ein bisschen was von mir haben, ja? Du kannst hier 3000 haben. Viel Spaß damit. Just to be clear, that rhyme was totally not on purpose. I mean, that would be crazy, right? Geh einfach, Nova. Geh einfach. Geh einfach. Ja, gut. Das war's für heute. Hat einen kleinen netten Bosskampf gehabt. Ich habe mich nicht optimal angestellt, aber hey, ich muss erstmal in das Tales of Gameplay wieder reinkommen. Und das war der erste wirklich anspruchsvollere Kampf. Ja, und deshalb, ich werde das schon irgendwie reinfinden. Vielleicht doch nicht. Lasst euch überraschen. Das war's für heute und ja, schönen Tag noch. Passt auf euch auf und macht's gut. Bis morgen.